Willkommen zurück in Star Wars The Old Republic. Ich bin Floopy und ich spiele die Story des Agenten durch. Gerade bin ich in Dr. Coderas Labor angekommen, wo es von Rakgul nur so wimmelt. Und ich soll das Labor natürlich untersuchen, aber dafür muss ich erstmal an den Typen hier vorbei. Beziehungsweise an den ehemaligen Menschen, an den faulenden Rakgulen. Mal gucken, was diese aushalten. Die sind Stufe 32. Und vor allem, wie viele kommen dann? Gut, Verkünder des Morgens. Kümmere dich mal darum, dass die Viecher hier verschwinden. Sehr gut. Brutaler Rakul-Ältester. Wow. Der hat mir schon die Hälfte von meinem Leben abgenommen, der normale Silberne. Da werde ich mich nicht mit dem Goldenen anlegen. Verdammt. Gerne. Die waren jetzt mal einfach. Was ist das? Rüstung reduziert. Aha. Pro Stapel kriege ich 7% mehr Schaden. Nicht übel. Die wissen, was sie tun. So, da kommt der Aufzug. Und ab nach unten. Hihi. Hat bestimmt wehgetan, oder? Komm doch. Trau dich. Tut sich nichts mehr. Okay, was haben wir hier unten? Noch mehr davon. Noch mehr Rakgule. Und ich komme nicht dran vorbei. Also hilft nur eine ganze Menge Damage. Die grausamen Rakgule ausschalten. 2 von 4. Das ist wohl eine Bonusmission, ja. Jetzt sag nicht, ich muss an dem Ältesten vorbei. Doch, ich muss an dem Ältesten vorbei. Oh Mann. Ich glaube, ich schicke da Vektor vor. Dann kann ich mich ganz langsam darauf konzentrieren, den wegzuschießen. Fast erledigt, aber auch nur fast. 3 Stacks habe ich von Rüstung reduziert. Okay, volle Rüstung wieder. Voll aufgeladen, weiter geht's. Das bedeutet aber auch, ich muss dringend an meiner Ausrüstung schrauben. Sehr dringend, weil die hier machen es mir nicht unbedingt leicht. Gut. Nächste Truppe steht da vorne. Die wird auch nicht unbedingt leichter. Vektor soll die erstmal alle ziehen. Und sofort habe ich Aggro gezogen von diesen faulen Rakulen. Oh cool, das macht Spaß. Irgendwie. Da ist der Phasenzugang. Und damit geht's in meine eigene Phase. 3 von 4 grausamen Rakgule habe ich schon erledigt. Aber das kann noch nicht alles sein. Okay. Da vorne muss ich hin. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas? Also es kann ja auch sein, dass die mal eben von der Decke runterspringen oder so. Ist das hier ein Labor oder ein Massengrab? Ihr könnt eure Waffe senken, hier sind keine Rakgule. Private Rallam, ruhe er in Frieden. Hat die letzten von ihnen beseitigt, bevor er selbst starb. Ziffer 9, Imperialer Geheimdienst. Ihr müsst Dr. Loken sein. Ja, offizielle Bezeichnung Tüftler 15. Wie gut, euch zu treffen. Wächter 4 hat mich einer Aufräumoperation hier zugeteilt. Ich nehme an, ihr seid aus einem ähnlichen Grund hier? Ich kann keine Details nennen. Befehl des Aufsehers. Natürlich. Aber ich bin sicher, dass wir zusammenarbeiten können. Folgt mir und stolpert nicht über die Leichen.
Dieses Labor gehörte einem Mann namens Nazan Godera. Schlichtweg genial. Er erfand einfach alles, vom langlebigen Plastischaum bis zum Todessiegellaser. Doch sein Verhältnis zur Republik ist schwierig. Als wir diesen Sektor eingenommen hatten, war er bereits nicht mehr hier. Ich wollte den Inhalt seines Labors katalogisieren. Und ich war nicht der Erste. Laut meiner Quellen gab es hier einen Überfall. Eure Quellen haben recht. Seht. Ist das die letzte Verteidigung? Gut, halte deine Position und zerstöre die Monitore. Dann finde das Gerät. Sie haben Forschungsdaten gestohlen, Ausrüstung und etwas, das Nazan Godera einen Ultrawellentransmitter nannte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wozu er dient. Ich schlage vor, wir schließen uns zusammen. Ein Tüftler und eine Ziffer. Gemeinsam auf der Jagd nach einem Jedi-Dieb. Für den imperialen Geheimdienst. Wem sollen wir schon trauen, wenn nicht uns gegenseitig? Genau das denke ich auch. Das war nicht der erste Überfall auf eine Forschungsanlage. Dieser Planet zieht Genies geradezu an. Und irgendjemand hat überall in den Ruinen Datenbanken ausgeräumt. Nach dem bisherigen Muster sollte das nächste Ziel des Jedi eine verlassene Bio-Forschungsanlage in der Nähe einer Rakgul-Kolonie der Stufe Rot sein. Gemeinsam können wir sie finden. Wenn ihr einen Plan habt, dann raus damit. Ihr solltet den Standort dieser Anlage mittels ihres Signals aus den Sümpfen triangulieren können. Ich setze die Daten zusammen. Ihr fangt den Jedi ab. Seid ihr denn hier sicher? Ohne euren Sicherheitstrupp? Wie fürsorglich von euch. Aber ich komme schon zurecht. Hier ist das Triangulationsgerät. Grüßt die Giftsümpfe von mir. Na, dann finden wir dieses Ding mal. Erstmal hier rauskommen. Ich mache das am besten per Schnellreise oder so. Obwohl, vielleicht muss ich dann auch wieder hier rein. Ich weiß es nicht. Scanne den ersten Triangulation. Ich guck mal gerade, wo das sein soll. Ja. Ich kann die Schnellreise benutzen, das ist doch ziemlich weit im Norden. Also auf zur Giftsee-Garnison. Ich habe schon wieder zwei Stacks von diesem Debuff. Gibt's doch gar nicht. Okay, auf in den Norden. Der Taxigleiter blinkt. Wunderbar. Nehmen wir das Taxi. So einfach möchte ich es gerne immer haben. Schnellreise, Taxi, Scan, Quest abgeben. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal runter zu Dr. Lokin. Kivo, Sith Juggernaut, Stufe 35. Gleiches Level wie ich, also spielt er wahrscheinlich auch die Story durch. Interessant. Okay, kleiner Agent, du müsstest gleich da sein. Sieht schon mal ganz gut aus. Ah, da oben ist der erste Punkt. Und davon soll es dann insgesamt 3 geben. Grenzangriffsposten entdeckt. Sehr schön. Taras scheint also immer noch mitten in den Krieg komplett verwickelt zu sein. Sogar Grenzangriffsposten gibt es. Gut, gut. Auf nach Norden. Da ist der erste Punkt. Gar nicht mal so weit entfernt. Momentan hat sich mein Ping auch arg verbessert. Ist nicht mehr 94, sondern 66. Gestern hatte ich ihn mal bei 34. Offenbar macht BioWare was. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob es Glück ist, aber es passiert was. Es verbessert sich. Manchmal. Es kann auch daran liegen, dass 14 Uhr ist und alles noch in der Schule ist. Das weiß ich nicht. Gut, wo sind wir hier? Da ist der erste Punkt. Wo, wie soll ich denn den scannen? Wie soll ich denn da überhaupt hinkommen? Ah. Okay. Das müsste dann hier sein. Wie können wir helfen? Oh
und Holocom benutzen, sehr gut. Hier, Chance an Leggett. Bitte melden, Leggett. Ich weiß, ihr seid beschäftigt, also fasse ich mich kurz. Macht ihr Fortschritte bei der Suche nach Kisa 10? Ich habe einen Dr. Loken in Nazan Goderas Labor getroffen. Er glaubt, Sazen überfällt Anlagen auf ganz Taris. Ich bin jetzt zu einer unterwegs. Das ist großartig, aber der Name kommt mir bekannt vor. Moment. Dr. Eckhard Lokin, imperialer Geheimdienst. 12 bestätigte Opfer in 30 Jahren. Nicht viel in der Akte. Seid vorsichtig bei diesem Mann, okay? Und kontaktiert mich, wenn ihr etwas findet. Ich werde in Kontakt bleiben, Chance. Nur, dass ihr es wisst. Ich bin nicht damit einverstanden, wie Koth mit euch umspringt. Ich habe die Codes, aber ich habe nicht vor, sie einzusetzen. Chance Ende. So gibt's also noch mehr Leute, die die Codes besitzen, um mich zu manipulieren. Aha, interessant. Gut, ihr steht mir im Weg. Und jetzt bin ich ein bisschen blau. Wir sind der Verkünder des Mordes. Okay, Verkünder des Mordes. Mach das. Sehr gut, alle platt. Loot kann ich liegen lassen, ich habe genug Geld. Weiter geht's. Zum zweiten Triangulationspunkt. Meine Güte, was für ein Wort. Triangulationspunkt. Ja, so. Wo wir dann dieses Lager da triangulieren. Okay, hier komme ich durch. Sehr gut. Hier weiß man nie, wo man langfahren kann. Oh, Rakule, sehr schön. Zerstörtes Rohrwerk. Wofür die Rohre wohl gut waren? Den Rakulen, da geht's offenbar nicht so gut. So hat das, ja, so hat die Republik nicht nur gegen das Imperium zu kämpfen, sondern auch noch gegen die Rakule. Hier ist der zweite Punkt. Wie können wir helfen? Und jetzt auf zum dritten. Der ist, oh, gar nicht so weit weg. Sehr schön. Aber wieder durch die Rakule durch. Man muss natürlich versuchen, sich so fern, so weit wie möglich von denen fernzuhalten. Die Viecher sind ja richtig fies. Und wer will mit sowas schon spielen? Ein Haustier, ein Rakul-Haustier wäre cool. Okay, wir sind fast da. Hier ist der dritte Punkt. Dann triangulieren wir mal. Na? Und wieder Holocom. Ziffer, ich glaube, wir haben es. Ich empfange schwache Signale von einer alten tarisianischen Transportstation. Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass die Bioforschungsanlage das nächste Ziel unseres Jedi dort ist. Wo könnte Sazen jetzt sein? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht einmal, ob sie selbst in die Anlage gehen würde. Jetzt kommt eure Einsatzerfahrung zum Zuge. Ich bin auf eure Entdeckungen gespannt. Gut, Bioforschungsanlage untersuchen. Das war klar, dass das da reingeht. Wow, das ist ein ganz schön weiter Weg. Das ist ein richtig weiter Weg. Gut, ich setze mich schon mal in Bewegung. Ich werde da irgendwann nochmal ankommen und fertig werden. Oh nein! Mitten durch die Gegner gesprungen. Oh, die haben Gott sei Dank offenbar nicht bemerkt, dass ich gerade mit meinem Gleiter auf über vor deren Gewehrmündungen gesprungen bin. Egal, wo muss ich hier hin? Bin ja schon fast da. Wahrscheinlich werde ich da rein müssen in diese komische Röhre. Nexu? Bleib, wo du bist. Da geht's rein. Okay, dann fahren wir mal. Hoffentlich sind da noch andere Leute unterwegs. Das ist ein offener Bereich. Und der wird wahrscheinlich voll mit Rakulen sein. Ja, da ist noch jemand anders unterwegs. Hoffentlich kommst du jetzt auch noch von denen. Marodeur. Marodeurin, okay. Vorwärts, Ziffer, vorwärts. Hier riecht es fremdartig. Nach Wesen, die nicht von Taris stammen.
Was glaubst du, warum es hier eigenartig riecht, Backdoor? Wahrscheinlich, weil hier alles zu Staub und Asche zerfällt. Du musst jetzt natürlich genau nach links laufen. Wie können wir helfen? Hau den um. So kannst du helfen. Sollte nicht an mich rangekommen sein. Sehr gut. Muss ich nach Norden? Ja, einmal nach Norden und komplett durch. Meragule. Die Sternenzeiten stehen still. Wir sind misstrauisch. Mehr Totoragule. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, die werden hier jetzt wahrscheinlich alle paar Meter auftauchen. Da vorne sind schon die nächsten. Oh, mit einem goldenen. Vielleicht komme ich da auch so dran vorbei. Ich soll ja im Norden wieder raus, oder? Ja. Dann brauche ich nur an denen da irgendwie vorbeizukommen. Das war nicht ganz richtig. Macht nichts. Zurück, zurück, zurück. Auf den schießen. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt da hinten durch. War das richtig? Muss ich da durch? Nee, muss ich nicht. Ich muss weiter nach Norden. Okay, ich versuche an dem da noch vorbeizukommen irgendwie. Nicht geklappt. Machen wir ihn alle. Gut, alle tot. Und jetzt direkt da drüben. Direkt weitermachen. Du brauchst Vektor auch nicht kaputt zu machen. Das brauchen wir noch. Und erledigt. Weiter geht's. Die Rakule, die hauen richtig rein, ey. Vektor halb voll, ich halb voll. Nahezu tot. Und da sind schon wieder die nächsten. Meine Güte, sind das viele von den Viechern. Macht nichts, einfach mitten rein. Und platt machen. Sehr gut, Vektor. Das wollte ich eigentlich machen, aber gut. Kriegst du halt den Last Hit, was soll's. Wieder im Norden raus. Wieder komme ich nicht an denen vorbei. Also massiven Schaden raushauen. Sehr gut, Vektor. Da warst du schneller als ich. Dieses Mal hat es nicht ganz so viel Leben gekostet. Und da vorne sind schon wieder welche. Meine Güte, hört das jemals auf? Erledigt. Zwei können wehtun. Auch kaputt. Ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe, das Biolabor in dieser Folge zu erreichen. Wir werden sehen. Oh. Mit dir habe ich ja noch was vor. Ausgewichen müssen. Gut, beide kaputt. So, wo sind wir jetzt? Uiuiuiui. Okay, gut, breche ich das hier ab. Das Biolabor erreiche ich dann erst in der nächsten Folge. Bleibt dran, abonniert den Channel. Wir sehen uns bis dahin. Bye, bye.